Sicher haben Sie es auch schon gehört. Hinter den verschlossenen Fenstern wird Piccolo geübt und in den Keller wird geschränzt und geratzt, was Zeugs habt. Aber habt ihr euer Batterie für den Morgenstreich schon bereit? Oder fehlt euch noch ein Kostüm? So, und jetzt sind wir in der Fasnachtskiste. Bei mir ist Andrea. Andrea, sag mal, wie viele Jahre gibt es eigentlich das denkwürdige Geschäft schon? Wir sind jetzt im 30. Jahr. Du sagst mehr, aber es hat eine Vorgeschichte. Genau, meine Mama hat angefangen vor 30 Jahren. Und ich habe es dann übernommen, was sie aus gesundheitlichen Gründen musste aufhören. Wie übernimmt man denn so etwas? Ich meine, wenn ich jetzt umschaue, ich sehe alles gebrauchte Larven, gebrauchte Kostüme, die da sind. Wie findet man das alles? Gehen die Leute das irgendwann einmal einfach fort? Eben nicht. Gott sei Dank, sie bringen das zu uns in Kommissionsverkauf. Wir verkaufen das für sie. Und wenn es verkauft ist, kriegen sie von uns Geld. Und wenn komme ich zu dir, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich möchte schon lange gerne mal als Harlekin rumlaufen, finde ich jetzt bei dir zum Beispiel so einen Harlekino? Im Moment hat es noch. Aber die kommen rein, gehen raus, das läuft wie folgt. Wie ist das mit der Grösse? Kinder, Erwachsene, ist da keine Grenze? Also du, in der Fasnachtsszene gibt es eigentlich keine Grössen. Es passt oder es passt nicht. Ganz einfach. Kinderkostüme sind sehr gesucht. Das ist bei uns nicht anders. Aber wir kriegen sehr wenig. Die gehen unter der Hand von einem zum nächsten. Jetzt, wenn so etwas quasi aus der Mottenkiste, aus dem Keller rauskommt, müffelt es vielleicht ein bisschen, hat vielleicht ein paar Defekte. Wie sind ihr da aufgestellt? Also ich bin immer froh, wenn die Sachen nicht müffeln. Das ist immer sehr angenehm. Also am liebsten habe ich es frisch gereinigt, wir nehmen es aber auch so und tun es dann halt vielleicht, je nachdem, wie man es selber waschen kann, schnell selber durchlassen. Also das ist ja kein Drama. Schäden und Defekte, sind ihr da auch am Nähen? Die sind ihr ausbessern? Das machen wir nicht mehr. Aber ganz, also wenn ich die Sachen defekt bekomme, gebe ich sie gerade wieder zurück. Das machen wir nicht. Gut, und jetzt wollte ich natürlich noch wissen, wenn jemand daheim wirklich noch ein paar exquisite Stücke hat, darf er dann einfach bei dir vorbeikommen? Unbedingt sofort. Gerade vorbeikommen. Hast du denn gerade einen Wunsch, etwas, was du schon lange suchst? Weil jetzt müsst ihr aufpassen. Was ich immer suche, Plätzchen, Uli, Harlekin, die Klassiker, die sind sehr gesucht, Kindersachen auch, aber wir sind offen für alles. Einfach kommen. Was machst du während der Fasnacht? Ziehst du alle Stunden an das Kostüm an? Ferien. Ferien, definitiv. Also, für euch ist aber definitiv nicht Zeit für Ferien. Jetzt habt ihr einen super Ort hier in der Fasnachtskiste bei der Andrea. Sie hat noch drei Kolleginnen, die euch bedienen und gut auf euch schauen. Und ich hoffe, ihr seht jetzt an den Schlussbildern nochmal, es hat ein paar Süsche hier, die heute, glaube ich, nicht mehr jeden Tag in der Stadt rumlaufen an der Fasnacht. Viel Vergnügen in der Fasnachtskiste.